Sag nichts dazu, die kichern mir auch zu viel. Kriegst du das auch mit? Das ist alles. Das ist sehr. Wie auf dem Schulhof. Hallo, herzlich willkommen bei YouTube zum vierten, mittlerweile vierten Klartext, dem Let's Player Talk. Heute mal ein bisschen in anderer Form, werden wir auch noch drüber sprechen und natürlich wieder mit einer besonderen Gästin, die ich natürlich gleich als erstes vorstellen möchte. Sie ist nicht nur als Let's Playerin unterwegs, sondern hat auch eine wunderschöne kleine Plauschecke auf ihrem Kanal, die heute auch unter anderem Thema sein wird. Herzlich willkommen, Jolina Hawk. Ja, hallo Dutch und hallo alle da draußen. Dann, wie immer dabei, der Herr der Ringe, der King im Ring, gerade frisch sein GTA 5 Let's Play, die Story beendet, der Tom Thompson. Grüß dich und hallo an den Empfangsgeräten da draußen. Und ich weiß nicht, von wo er jetzt zu uns gestoßen ist, ob er mit Hannibal über die Alpen marschiert ist oder mit Napoleon auf dem Rückweg über die Beresina war. Aus den historischen Schlachten, aus der Strategieecke, der Max. Ja, Hannibal war's. Grüß dich, Dutch. Hannibal Servus zusammen. War's. Ich freue mich auf die heutige lustre Runde hier. Ja. Wir haben euch also nicht nur wieder einen Gast mitgebracht, eine Gästin, in diesem Fall die Juliana Hawk, sondern auch ein paar Themen. Und da das ja der erste Klartext in diesem Jahr ist, wollen wir einfach mal, es muss ja quasi sein, mit einem kleinen Rückblick anfangen. Allerdings, da wir ein Let's Player Talk sind, in etwas anderer Form. Wir wollen uns nämlich einfach mal kurz unterhalten. Jeder soll so ein vorstellen, nämlich ein Let's Play, was ihn letztes Jahr besonders beeindruckt hat, was ihm Spaß gemacht hat, quasi so als Empfehlung auch an unsere Zuschauer. Und als Vorbild mache ich einfach mal den Anfang. Der eine oder andere, die eine oder andere von euch kennt vielleicht den Kanal Rollers Game Zone. Eine weibliche Let's Playerin, auch finde ich eine besondere Let's Playerin, wie sie auf ihre Spiele eingeht und die handelnden Personen und alles. Und was ich mir auf ihrem Kanal letztes Jahr angeschaut habe und gespannt verfolgt habe, war ihr Let's Play von The Wolf Among Us, wo mir halt besonders gefallen hat und mich besonders beeindruckt hat, wie sie halt die Atmosphäre rüberbringt, wie sie die Charaktere rüberbringt, die Handlung, die Stimmung, alles. Und deswegen also meine Empfehlung, Rollers Gamezone, der Kanal The Wolf Among Us, das Let's Play. Julina, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Tipp für uns und unsere Ja, Zuhörer? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Also das Let's Play, das mich letztes Jahr beziehungsweise jetzt auch noch, weil es läuft noch, am meisten beeindruckt hat, das ist das Dark Souls von Evil Bloody Eyes. Mhm. Evil Bloody Eyes ebenfalls eine weibliche Let's Playerin mit der unglaublichsten Stimme, die ich jemals auf YouTube gehört habe. Und Dark Souls, ihr wisst ja alle, relativ schweres Rollenspiel. Ja. Evil geht da mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer unglaublichen Wortgewalt durch, dass es einfach nur Spaß macht, das anzugucken. Ja. Kann ich auch weitergeben, die Empfehlung. Die gute Evil Bloody Eyes. Habe ich ja auch schon mal bei dir gehört. Dazu genau. Kommen wir aber noch zu dem Thema. Ja. Tom, wie sieht's bei dir aus? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe im letzten Jahr sehr, sehr wenig Zeit damit verbracht, anderen Kanälen aktiv zu folgen. Also ich bin da eher derjenige, der sich dann abends ganz gern mal auf den, ich nenne es einfach mal Mainstream-Kanälen wie Commander Krieger, Max FPS und so rumtreibt und da sich lieber abends mal ganz schnell irgendwie ein Commentary reinzieht, um da einfach mal wieder abzuschalten und auch mal um was anderes zu hören, als dass ich da aktiv ein komplettes Let's Play verfolgt habe. Das war absolut nicht der Fall. Das, was ich zur Zeit, aber wir wollen ja über letztes Jahr reden, ne? Richtig, 2013. Letztes Jahr, ist gut, ja so zur ein Zeit, Rückblick. Dann machen wir das dann nächstes Jahr. Lass uns das einfach mal rein. Also ich bin da weniger, da fehlt mir aber die Zeit dafür, um da wirklich aktiv Let's Playern zu folgen, um wirklich halt jeden Teil auch anzuschauen. Also ich springe da eher so querfeldein, wenn es die Zeit zulässt. Und leider fehlt die Zeit, muss ich ehrlich sagen.
Ja, bei deinem Upload-Volumen ist das auch kein Wunder. Aber so vielleicht ein oder zwei Tipps, besondere Videos, Themen aus der Kommentatoren-Szene letztes Also Jahr. bei Max FPS kann man sich eigentlich alles reinziehen, weil der Junge ist einer derjenigen, die nach wie vor weit weg sind vom Mainstream, auch was die Themen angeht. Also da findest du aktuelle Geschehnisse, du findest ein bisschen was aus dem aktuellen Leben, bei ihm so abgeht, aber auch so, wie zum Beispiel, mich regt die S-Bahn-Fahrerei total auf. Geht es euch genauso, aber halt so Ja, aufbereitet, dass man da auf jeden Fall bestialisch. das Gefühl immer hat, man möchte mitdiskutieren. Und halt auch die ganze Community beim Max, die tickt auch ganz anders als bei vielen anderen Kanälen. Da habe ich es eigentlich so gut wie nie erlebt, dass man da irgendwie rund gemacht wird, wenn man da mal ein bisschen Kontra gibt zum Beispiel. Sondern da finden auch immer wieder Diskussionen statt und das finde ich eigentlich ganz gut und deswegen schalte ich da auch liebend gern immer wieder mal ein. Sehr interessant, auch mal ein Blick ja, über den Tellerrand der Let's Play-Szene. Immer gerne gesehen, hier auch beim Let's Play-Talk im Klartext. Max, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich war letztes Jahr eigentlich auch eher auf dem Mainstream unterwegs und zwar bei GameTube. Da kamen nämlich zwei geile Titel raus, die ich unbedingt mir anschauen wollte und deswegen habe ich das bei den Jungs gemacht. Und zwar ist das einmal Amnesia: A Machine for Pigs und das andere ist, was so ziemlich zeitgleich rauskam, war Outlast. Ich wollte mich einfach mal wieder ein bisschen gruseln und wollte mir allerdings die Spiele selber nicht kaufen, weil ich ehrlicherweise sagen muss, dass für 15 bzw. 19 € für so ja relativ kurzlebige Spiele war mir das dann zu teuer. Deswegen habe ich mir die Let's Plays angeschaut. Muss aber auch sagen, die Jungs haben das echt gut gemacht. Und also war spaßig anzuschauen und die Spiele an sich sind auch echt gut gelungen. Also kann ich die Spiele und den Kanal natürlich nur empfehlen. Ja, Hast du dich wunderbar. gegruselt? Bei Outlast ja. Okay. Und bei Machine for Pigs fand ich so ab der Hälfte vom Spiel ein bisschen ja lächerlich. Aber da haben auch die zwei Jungs von GameTube haben dann angefangen, sich drüber lustig zu machen. Deswegen war es dann auch wirklich nicht mehr wirklich gruselig. Also der erste Teil war deutlich besser, aber da kann man ja später nochmal drauf eingehen, wenn es wäre. Ja. Aber das waren so die zwei Gruseltitel letztes Jahr für mich, 2013. Ja, okay. 2013, Rückblick haben wir damit abgehakt. Ihr findet natürlich in der Videobeschreibung die Links zu unseren Empfehlungen. Ja, ihr seid also auch herzlich eingeladen, da mal den einen oder anderen Blick hereinzuwerfen. Womit wir eigentlich schon, geniale Überleitung, beim nächsten Thema sind, ein bisschen was in eigener Sache zum Klartext. Das ist ja jetzt mein dritter Klartext, bei dem ich dabei bin, so insgesamt der vierte. Und ich muss sagen, mir macht das Format sehr viel Spaß, möchte das auch ein bisschen weiterentwickeln und ausbauen. Und obwohl es ja eigentlich auf dem Mist vom Tom und Max gewachsen ist, haben die da auch nichts dagegen, erfreulicherweise. Ich möchte und wir möchten den Klartext ja ein bisschen strukturieren, so in der Form etwa, wie ihr ihn heute, also und beim letzten Mal auch schon erlebt habt. Und wir möchten versuchen, ein bisschen öfter und regelmäßiger zu kommen, so alle 6 bis 8 Wochen, Pi mal Daumen. Immer wieder mit ein oder zwei Gästen dabei, zwei oder drei Stammtalker und ja, ein paar Themen immer im Gepäck. Und das Ganze auch noch ein bisschen, ja, mal sehen, optisch aufbereitet. Schauen wir mal, was mir da so alles einfallen wird. Und ein wichtiges Thema, eine wichtige Änderung. Bisher hatten wir den Klartext ja immer in verschiedene Teile aufgeteilt, die dann auf den jeweiligen Kanälen veröffentlicht wurden. Und wir mussten leider feststellen, dass die Zuschauer dem nicht so ganz folgen. Sprich, die Zuschauerzahlen auf den verschiedenen Kanälen sind durchaus unterschiedlich, sodass also nicht alle Zuschauer jeden Teil sehen und den ersten Teil sehen eben doch leider die meisten. Und damit wirklich alle Zuschauer die Gelegenheit haben und es möglichst einfach haben, den kompletten Klartext auf dem Kanal ihrer Wahl natürlich zu verfolgen, werden wir es einfach so machen, dass mit diesem Klartext beginnend der komplette Klartext Let's Player Talk auf jedem teilnehmenden Kanal komplett veröffentlicht wird. Wie der einzelne Kanal das dann handhabt mit der Länge, ob er 1-Stunden-Folgen macht oder eine 1,5-Stunden-Session oder es so je Thema aufteilt, dann eine Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten. Das bleibt dann dem jeweiligen Kanal überlassen. Ihr habt also in Zukunft ja, noch bessere Chancen,
den Klartext zu verfolgen und zu genießen auf dem Kanal eurer Wahl in ganzer Länge, ungeteilt oder geschnitten, je nachdem, wie ihr es bevorzugt. Ich hoffe, das findet euren Anklang. Schreibt dazu eure Meinung in die Kommentare. Schreibt auch rein, was ihr euch da so erhofft und erwartet, worüber ihr euch freuen würdet. Ja, da werden wir uns dann auch fleißig drum kümmern. Soweit so gut. Wie kriege ich jetzt die Überleitung hin zum nächsten Thema? Ja, Gäste hatte ich ja angesprochen, sind ja ein fester Bestandteil des Klartext und heute haben wir natürlich wieder jemanden Besonderes eingeladen, nämlich, ihr habt es ja in der Vorstellung schon mitbekommen, die Jolina Hawk vom gleichnamigen Kanal. Jolina Hawk, natürlich auch wieder in der Beschreibung verlinkt, ihr kennt das Spielchen ja. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter große und viele Worte verliere, Jolina, erzähl einfach mal selber ein bisschen von dir, was du auf deinem Kanal machst und das Thema, das wir beide schon denken, kannst du ja auch schon ein bisschen anreißen. Ja? Jetzt muss ich erstmal ganz kurz hier meine Rührung wieder in den Griff kriegen. Besonders. Danke, ja, natürlich. Ja. Natürlich. So, die Schamesröte ist wieder weg. Ja, was mache ich auf meinem Kanal? Ich mache natürlich Let's Plays. Ich habe ursprünglich als Let's Playerin angefangen, bevorzugt Rollenspiele. Und seit, ich glaube jetzt Januar letzten Jahres, 2013, habe ich angefangen, Let's Player-Interviews zu machen. Mhm. Das war erstmal so eine spontane Idee. Und hat sich mittlerweile eigentlich sehr, sehr schön etabliert. Also ich habe jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube so 2 oder 43 Interviews oben. Ja, ich muss sagen, ich war ja schon bei dir zu Gast. Ja, du warst auch schon da, genau. Den TomTom hattest du auch schon auf deinem Kanal zu Gast. Genau. Der Max fehlt dir noch. Max fehlt mir noch, richtig, genau. Ich bin schon angemeldet. Ah, sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Da seht ihr, Leute, ne, wie Zusammenarbeit so funktionieren kann und welche schönen Ergebnisse die zeigen kann. Wir packen euch natürlich auch die Folgen, wie heißt die Reihe eigentlich? Let's Play Interview oder wie heißt die Reihe? Sie heißt zu Gast bei Jolina. Wunderschöner Name. Wir packen euch natürlich wieder die Links zu den Folgen, wo ich bei Jolina zu Gast bin, wo der Tom Thompson bei Jolina zu Gast ist und dann natürlich auch der Max. Packen wir natürlich euch auch in die Beschreibung, natürlich auch gleich den Link zur Playlist. Rollenspiele, sagtest du, hast du da irgendwie auch eine Einschränkung oder eine besondere Art? Ja, also Einschränkung im Grunde genommen nicht. Worum es mir halt geht, grundsätzlich bei den Rollenspielen, ist sehr am Spiel zu bleiben, sehr an der Story zu bleiben, zu versuchen, die Story und auch die Handelnden, die ganzen NPCs und Charakter ein bisschen zu verstärken. Also ich bin eigentlich eher so eine Wortgeneigte. Mhm. Mir geht es weniger um die Action, als vielmehr um das, was da letzten Endes erzählt wird. Und das versuche ich auf meinem Kanal in den Let's Plays ein bisschen rauszukitzeln. Ja, also wer richtig in die Geschichte, in die Atmosphäre, in die gesamte Welt dieses Rollenspiels dann eintauchen will, der ist bei dir dann genau richtig. Oh, richtig. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Guti, dann kommen wir noch zu deiner Plauderecke, zu der Reihe zu Gast bei, zu deinen Let's Player-Interviews. Erzähl uns dazu mal ein bisschen. Ja, was mich auf YouTube schon immer so ein bisschen geärgert hatte, war, dass es a. sehr schnelllebig ist, b. seltenst in die Tiefe geht. Und ich wollte dann einfach Gesprächsrunden machen, die ein bisschen mehr von dem Menschen, der hinter dem Kanal steht, zeigt. Mhm. Ja, also nicht nur oberflächlich so jetzt einfach hier Playlist abgehakt oder, so, oder genau. Aktuelle Projekte abgehakt, sondern genau. Bei dir geht es ja richtig ins Eingemachte, ne? Das kann ich auch schon feststellen. Ja, wir hatten ja auch viel Zeit, miteinander zu quatschen. Es war ein bisschen länger, Dutch. Ich habe halt einen Ruf zu verlieren, ne? Als Gottfaser auf Überlänge. Also, bin bis jetzt, glaube ich, der Einzige, der 2 Folgen bei dir hat. Wobei, kurz die Folgenlänge angesprochen, das ist auch immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Also angefangen habe ich ursprünglich mit einer Dreiviertelstunde, weil ich auch noch irgendwann mal anfänglich der irrigen Meinung war, man sollte es nicht zu lange machen. Ich habe dann aber festgestellt,
es braucht unter Umständen ein wenig Zeit, bis man mit dem Gast so warm geworden ist, dass man auch mal auf ein anderes Thema kommt, in eine andere Tiefe kommt, bis sich der Mensch traut, sich vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen. Und mittlerweile liege ich so bei 1 bis 1,25 Stunden pro Interview. Mhm. Ja. Also Ausnahme du natürlich, Tatsch. Da hast du dir einen geangelt, hä? Oh Mann, oh Mann, ja, um vielleicht mal die Verbindung auch noch kurz aufzuklären. Im allerersten Klartext war ja die Atari-LP mit dabei und die war auch eben bei dir in den in deinen Let's Play-Interviews. Yep. Dabei zu Gast auf deiner, in deiner kleinen Plauderecke auf der Plaudercouch. Und darüber bin ich auf deinen Kanal und halt auf diese besondere Reihe zu Gast bei Jolina Hawk aufmerksam geworden. Habe mir natürlich auch gleich die Videos angeguckt. Viele interessante Persönlichkeiten da kennengelernt. Ich kann es auch nur ganz kräftig weiterempfehlen. Ja, also tolle Gäste, wirklich ganz tolle Gäste. Mhm. Ja. Und damit sind wir dann eigentlich schon beim ersten Thema, wo wir uns dann wieder alle vier drum kümmern wollen. Nämlich. Endlich, jetzt geht's. Endlich, ja, endlich, endlich. So, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Die Ärmel nach oben gekrempelt. Ja, genau. Genau. Das Stichwort. Schweißbrille auf. Oh. Stichwort, Let's Player Talks. Formate eben wie die Let's Player Interviews zu Gast bei Jolina Hawk, wie der Klartext, wie auch zum Beispiel der Talktrack beim Harald Frenkel oder bei Docs Spielepraxis und ähnliches. Schießen zwar nicht gerade wie Pilze aus dem Boden, aber so der eine oder andere Let's Play-Kanal macht sowas nebenher oder ist hier und da mal zu Gast. Und wir wollen uns heute einfach mal ein bisschen darüber unterhalten, ein bisschen versuchen rauszuarbeiten, was ist so Sinn und Unsinn solcher Formate, was haben wir für Chancen, wie sind so die Zuschauerreaktionen und vielleicht so die eine oder andere Anregung geben, die eine oder andere Warnung aussprechen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jolina, du bist ja doch mit deinen Let's Plays in Let's Player-Interviews erstmal mit am stärksten drin engagiert. Was macht so eine Let's Player-Talks eigentlich für den Kanal, der sie veranstaltet, interessant? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen noch erleuchten. Du meinst für mich als Interviewerin? Genau. Was es mir interessant macht. Ja. Das ist bei mir ein ganz, ganz persönliches, privates Interesse. Also ich unterhalte mich sehr gerne mit Leuten, ich tausche mich sehr, sehr gerne aus. Mhm. Deswegen kam auch diese Idee zu dem Interview und auch in der Art und Weise, in der Form, in der ich das mache. Mir geht es einfach dabei der ganzen Geschichte um die Kontakte und zu sehen, wer wirkt da eigentlich auf YouTube und wer steckt hinter dem, was wir auf dem Kanal sehen. Es war also ganz ursprünglich, ganz eigenes Interesse und die Lust am Talken. Ja, also auch gar nicht so dahinter die Idee, Stichwort Networking. Ja gut, der Wunsch, sich zu unterhalten und auszutauschen mit anderen, ist natürlich schon eigentlich per se Networking, würde ich mal behaupten. Ja. Das passiert natürlich ganz, ganz selbstständig. Hm. Dass du, wenn du mit den Leuten in Kontakt kommst, trittst und wenn du mit den Leuten sprichst, dass du dann natürlich im großen Ganzen so ein kleines Netzwerk aufbaust. Ja. Wobei, darüber muss man sich im Klaren sein, alleine ein Interview zu machen, reicht natürlich zum Networking nicht. Du musst dann hinterher mit den Kanälen, mit den Leuten auch weiterhin in Kontakt bleiben, ist klar. Ja. Oh, naja. Also ist bei dir quasi eine willkommene Nebenwirkung. Genau. No? Der Hauptantrieb war aber ein anderer. Richtig, genau. Und das ist auch, wenn ich es noch sagen darf, ein wenig schwer, weil wenn man diese Interviews, diese Talk-Formate macht, und bei mir ist es ja so, dass sich die Leute selbstständig einfach an mich wenden können, wenn sie Lust haben, ein Interview zu machen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man ein bisschen aufpassen muss, wer sich da so alles meldet, weil es oft gerne ein bisschen missverstanden wird als Promotion-Format. Ja, und ja. Das ist nicht mein Antritt. Mhm, ja. Deswegen habe ich dann so im Laufe der Zeit die Zugangsvoraussetzungen ein bisschen verschärft, weil
es viele so, ich weiß nicht, so als Chance, sich vorzustellen und dann alles so ein bisschen wegzuschmeißen gesehen haben. Es hat mich geärgert, deswegen gehe ich mittlerweile ein bisschen anders damit um. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man da einfach gnadenlos die Türen eingerannt hat. Ja. Weil Thema Promotion auf YouTube ist ja, heiß begehrt. Ich meine, jeder kennt es ja von uns, dass man die Kommentare und PNs kriegt, ob man nicht mal da vorbeigucken kann und. Und wenn man quasi dann so das Tor dafür aufmacht, dann fallen die Leute da natürlich auch entsprechend ein. Ja, ich glaube, Tom kann da auch ein Lied von singen, ne? Mit einem anderen Angebot, das er hat. Also, aber bei mir ist es relativ harmlos. Also, ich habe ja diese ganze YouTube-Guides-Geschichte mal angeleiert. Und also, ich bekomme vielleicht in der Woche so 2, 3, wenn es hochkommt, also E-Mails oder halt Nachrichten auf YouTube, kannst du bei uns mal vorbeischauen, was machen wir falsch, was machen wir richtig. Aber da habe ich, das ist ja halt auch eine Sache von 10 Minuten, da findest du schon einige Punkte, wo die Leute sich verbessern können und die sind dankbar drüber, weil es halt meistens Kanäle sind, die gerade am Anfang jetzt sind, die haben die ersten Videos hochgeladen und wollen gleich am Anfang das Bestmögliche aus ihrem Kanal rausholen und sind dann auch schon so ein bisschen enttäuscht, es geht nichts voran, ich habe in 2 Wochen 20 Abos gemacht, ich sage, 20 Abos in 2 Wochen, das ist super, für einen neuen Kanal ist das super. Oh ja. Also schraub die Erwartungen einfach mal ein bisschen zurück, konzentrier dich auf das, mach nicht zu viel, aber viele machen halt immer die gleichen Fehler, also man sieht immer dasselbe, immer und immer wieder. Und da denke ich mir dann auch oft, du hast die Guides gemacht, würden sich die Leute erstmal alles anhören und dann anfangen. Ich denke mal, da wäre es auf jeden Fall besser. Aber so, dass ich überrannt werde, so mit Anfragen, kannst du mal hier, kannst du mal da. Also ich sage immer, ich pushe nichts und niemanden. Wenn du Bock hast, ich hab ein Format mit hier, kennst du schon, da kannst du deinen Kanal vorstellen, musst dafür aber was machen. Mhm. Weil geschenkt bekommst du bei mir auf keinen Fall was. Und viele schreckt das halt schon wieder ab. Ja. Meine Frage an euch Talkmaster, an Jolina und Tom, wie filtert ihr das eigentlich? Weil wenn ihr da viel Crap eigentlich auch bekommt an Anfragen oder jemand euch anschreibt und sagt, hey, wollen wir uns mal zusammensetzen oder hey, darf ich bei deinem Format mitmachen? Wie filtert ihr das raus? Die Leute, die wirklich nur darauf aus sind, sich zu pushen und die Leute, die aber wirklich darauf aus sind, denjenigen, der hinter dem Kanal steht, kennenzulernen, also euch in dem Fall. Das würde mich mal interessieren. Das ist eine gute Frage, aber mir fällt es mittlerweile an der Art und Weise auf, wie die Leute mich anschreiben. Ja. Und bei mir ist es komplett, man kann ja eh bloß in 2 Kategorien die Leute teilen. Entweder promote meinen Kanal, die verweise ich sofort auf kennst du schon wieder. Sag aber auch, du hast deinen Kanal seit 2 Wochen offen, ne? Mach erstmal Videos, sammle Erfahrungen und komm dann, wenn du, ein halbes Jahr dabei bist, komm dann gern wieder auf mich zurück. Oder halt die Fragen, was kann ich besser machen? Und da sage ich, da gucke ich gerne über den Kanal mal drüber. Wie gesagt, das ist für mich kein großer Aufwand, weil ich immer an dieselben Stellen gucke. Und das sind halt zum Beispiel Videotext, das sind 2 Klicks, da kannst du den Text auslesen. Dann gucke ich halt Videobeschreibungen, dann gucke ich den über uns, die Sektion an, was steht da drin. Und dann gucke ich mir halt so 1, 2 Videos so sprungartig ein bisschen an, Anfang, Mitte, Ende und gucke, wie ist die Bild- und Tonqualität. Und da hast du eigentlich schon einen ganz groben Überblick, was bei dem Kanal eigentlich so läuft. Wenn alles gut ist, da muss man sich natürlich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Aber in der Regel reicht dieser kleine Durchblick aus, um viele Punkte ausfindig zu machen, wo die Leute sich auf jeden Fall verbessern können. Und wie gesagt, da habe ich nicht allzu viel Arbeit mit. Bei dem Interviewformat ist es noch ein bisschen anders, weil da geht es ja jetzt nicht darum, Tipps zu geben, sondern da geht es ja auch wirklich darum. Genau, das ist was anderes dann. Ja. Ne, da geht es dann ja auch wirklich darum, sich auf die Leute einzustellen. Und also ich kann euch sagen, ich brauche in der Regel eine Vorbereitungszeit für ein Interview, bis das Interview dann wirklich fertig oben ist, je nach Größe des Kanals zwischen 8 und vielleicht 14 Stunden. Das heißt, das ist ja sehr aufwendig. Oh, ja, ja. Ne? Ich denke, du sagst Wochen. Nein. Oh Gott, 2 Interviews im Jahr. Ja, warum auch nicht, wenn sie entsprechend gut sind. Qualität. Ne, dann wäre das auch kein Problem. Aber mittlerweile ist es auch so, weil ich halt einfach weiß, dass es sehr viele gibt, die fangen an, dann versuchen die jede Möglichkeit an Promotion oder was sie sich so an Promotion vorstellen, zu ergreifen. Und nach 3 oder 4 Wochen oder Monaten ist der Kanal weg. Also mittlerweile achte ich darauf, dass der Kanal eine Weile besteht. Halbes Jahr muss er mittlerweile bestehen. Es muss, wenn es ein Let's Play-Kanal ist, meistens sind es Let's Plays-Kanal, wobei ich kein Problem hätte, auch mit anderen
Vertreter anderen Fakultäten zu sprechen. Also 5 Videos in der Woche müssen oben sein, wenn es ein Let's Play-Kanal ist und das zwar über einen längeren Zeitraum. Das ist schon mal die eine Zugangsvoraussetzung. Und dann an der Art und Weise, wie mich jemand anschreibt, okay, kann ich schon mal Leute von vornherein gleich rauskicken. Ey, du, kannst du mal? Ja. Habe ich keine Böcke zu, ehrlich nicht. Ne? Also ich hab einen ernsthaften Anspruch, sage ich ganz ehrlich. Und das musst du auch haben. Eben, genau. Ne? Und das nächste ist, in der Regel ist es so, dass ich jetzt so eine Wartezeit zwischen 4 und 5 Monaten habe. Ich erwarte auch, dass, nachdem ich gesagt habe, gut, okay, mache ich gern mit dir das Interview, dass natürlich auch in der Zeit, bis das Interview stattfindet, regelmäßiger Upload da ist. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich auch schon mehrfach getan, sage ich das Interview auch ab. Okay, also du hast dann quasi so eine Watchlist, die du führst und schaust immer mal wieder bei dem Kanal vorbei. Ah, das ist interessant, weil als ich mich bei dir angemeldet habe, habe ich mir so gedacht, so, ah, okay, wie filtert sie denn eigentlich? Deswegen habe ich jetzt heute gleich mal die Talkrunde genutzt, um das mal näher zu beleuchten, weil es doch recht interessant ist eigentlich, wie man sich so sein Klientel, sage ich mal, raussucht. Ja, und was ich noch mache ist, ich schaue dann gerne mal im Let's Play Forum dabei und guck mal, ob das ein Kanal ist, der sich auf alle diese Dinge meldet. Also, dass er überall anspringt oder nicht nur die ganzen Formate abklappert. Okay. Genau. Ja. Ganz genau. Ich finde, es ist natürlich das Recht eines jeden, jede Möglichkeit, die sich ihm bietet, zu nutzen. Also insofern ist der Versuch, wenn man alle Formate oder Leute, die solche Formate machen, anschreibt, völlig in Ordnung. Aber es ist nicht mein Antritt. Je nachdem, was für ein Motiv derjenige halt auf YouTube verfolgt, gibt ja unterschiedliche. Oder korrekt. Viele sind gleich, sagen wir einfach mal, so schnell wie möglich, so groß wie möglich werden und mit einer Menge Kohle scheffeln. Aber es gibt ja auch andere. Richtig, genau. Ja. Ne? Und also man kriegt so ein bisschen Gefühl dafür, weil ich hatte das anfangs recht häufig, dass der Kanal dann plötzlich weg war, gelöscht war oder und das ist einfach sehr, sehr schade. Das ist schade, ja. Ja, ja, ich führe ja schon eine ganze Weile meine Playlist Wichtige Basics für Let's Player, auf die ich dann auch immer gerne verweise. Und letzte Idee, die mir gekommen ist, den Kanalcheck im Do-it-yourself-Verfahren. Den kann man nämlich ganz einfach machen. Ich habe nämlich, frage mittlerweile auch einfach gerne zurück, nenn mir bitte einfach 3 gute Gründe, warum man sich ein Let's Play bei dir und nicht bei irgendjemandem anderen, der dieses Spiel eben auch Let's Played, anschauen soll. Und da, das ist dann einfach schon relativ einfach. Weil wenn da nichts kommt, dann hat man einfach auch schon die Lösung, ne? Warum auf dem entsprechenden Kanal kein Grund optimal geil ist. Ja, ne? Und wenn also noch nicht mal der Kanalbetreiber selber 3 gute Gründe nennen kann, warum man halt bei ihm zuschauen sollte und nicht bei anderen. Und man hat ja als Zuschauer einfach auf YouTube den Vergleich zwischen bekannten und unbekannten YouTubern und Let's Playern. Und da muss man einfach als Unbekannter umso mehr den Zuschauern gute Gründe liefern, bei einem selber zuzuschauen und nicht schon bei irgendjemandem anders bei Bekanntem zu bleiben. Und damit ist das in den meisten Fällen recht schnell geklärt. Man kriegt es einfach auch natürlich anhand der Anfrage mit, ob das jetzt so ein Copy-and-Paste-Text ist, der an Tausende rausgegangen ist. Worauf ich sehr achte und was bei mir halt sehr positiv ankommt, ist, wenn ich auf meinem Kanal schon mal 3, 4, 5 Kommentare zu meinen Videos von diesem Kanal gesehen habe, der danach fragt. Ja, das steigert die Chancen, dass ich da also dann wirklich mal auf dem Kanal nachgucke. Also mein Tipp, Kommentare sind das goldene Werkzeug. Da eben nicht denken, okay, jetzt schreibe ich mal unter das aktuelle Video von dem einen Kommentar, vielleicht noch nicht mal ohne das Video ganz gesehen zu haben, sondern da muss ich halt schon sehen, dass sich bei einfach jemand auch bei mir umgeguckt hat ein bisschen, weil es ja auch eine Menge zu sehen gibt. Und einfach schon von sich aus so ein bisschen sich das abgeholt hat, was ich schon bereitgestellt habe. Ja, also sich schon mal den Aufwand gemacht hat, bevor ich mich dann auch weiter engagiere. Also wenigstens quasi so die FAQ gelesen haben
Sollte man, bevor man dann hofft und vielleicht, oder vielleicht sogar erwartet, dass sich der Kanalbetreiber bei einem selber mal vorbei bemüht. Ja. Man kriegt auch dann einfach so einen Riecher für Sachen, die interessant sind, alleine schon anhand der Anfrage. Ja, das kommt einfach mit der Zeit und mit der Übung. Ansonsten ist YouTube aber auch so wie das reale Leben, denke ich mal, einfach so eine fortwährende Desillusionierungsmaschine. Ja? Schön ausgedrückt. Yeah. Ist was dran. Ja. Max und Tom, euch wollte ich auch nochmal ansprechen, wie ihr auf die Idee zum Klartext gekommen seid, was euch da getrieben hat. Ich glaube, da kann der Tom am meisten drüber erzählen. Er ist der große Initiator und Großinquisitor von dem Ganzen. Ah! Großinquisitor, na super. Leg mal Klartext los. Leg mal los, super, danke. Ne? Jetzt gibt er mir den Staffelstab in der Hand und lässt mich mal losstolpern hier. Viel Spaß damit. Genau. Viel Spaß mit der Klobürste, renn mal los hier. eigentlich, ich hatte ja damals, was heißt damals? Das ist ja schon Jahrzehnte her, da hatte ich ja dieses, kennst du schon, ins Leben gerufen, wo einfach kleinere Kanäle sich bei mir vorstellen können. Wenn sie vor zwei Jahren ungefähr, für alle, die da neu jetzt dazugekommen sind und zuschauen. Ist das echt schon 2 Jahre her? Ja, ist 2 Jahre her. Und ich dachte mir so, das ist ganz gut, dass sich die Leute vorstellen, aber wie kannst du die Leute, die sich vorgestellt haben, auch weiterhin ein bisschen aktiv am Kanal beteiligen? Und da ist mir eigentlich die Idee zu Klartext gekommen, wo ich halt genau nur die Leute angeschrieben habe, die sich auch damals bei mir bei Kennst du schon vorgestellt hatten. Ah, okay. Das war eigentlich der Gedanke dahinter. Also der primäre Gedanke war natürlich Cross-Promotion. Also ich dachte, gut, es ist ganz gut, wenn du die Leute immer mal wieder aktiv mit ranholst, weil ich sehe es halt auch bei sehr großen Kanälen, wenn einer einmal auftaucht, dann ist es ganz gut, er steht für, was ich, einen Tag im Rampenlicht, alle Scheinwerfer bei ihm oder ihr im Gesicht und danach ebbt das Ganze wieder ab. Ja. Aber wenn du halt die Stimme immer und immer wieder hörst, dann manche Leute brauchen einfach eine gewisse Zeit, um mit einer Person oder der Stimme irgendwie erstmal warm zu werden. Und je öfter sie die Person hören, vielleicht auch im anderen Umfeld, also jetzt nicht die reine Let's Play oder Commentary-Schiene, sondern einfach wie zum Beispiel durch so ein Format wie jetzt hier Klartext, bekommen viele Leute auch einen ganz anderen Eindruck von der Person und denken sich dann, gut, okay, der tickt eigentlich so wie ich, jetzt schaue ich doch mal auf seinen Kanal. Genau, und deswegen habe ich eigentlich damals die Klartextrunde ins Leben gerufen, einfach um die Kanäle nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sondern halt immer wieder mal mit vorzubringen. Ja, das war eigentlich mein Hauptgedanke. Und natürlich, ich plaudere sowieso ein Waschweib und einfach mal so eine Stunde frei reden, ohne, ja, ich schäme mich ja so. Nee, aber einfach mal so eine Stunde mal reden, ohne dass es danach großartig viel, viel Arbeit bedeutet, das ganze Zeug zusammenzuschneiden und so, ist natürlich auch eine willkommene Abwechslung vom normalen, ich nenne es mal Let's Player-Alltag. Das war eigentlich meine Hauptpromisse. Ja. Heißt das so? Ich weiß es gar nicht. Also mein Hauptpunkt, dieses Format ins Leben zu rufen, und ich bin froh drüber, da auch mal am besten Dank an den Dutchman, dass er mittlerweile das Zepter in die Hand nimmt, weil ich glaube, würde er sich dessen nicht annehmen, würde das Format langsam aber sicher einschlafen. Ja. Würde ich mir denken. Ja, weil da auch sehr viel Zeit halt drauf geht und darf ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen? Ja. Immer. Ja. Gut. wir sind natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Klar, wir wissen, es gibt Klartext, aber wir haben uns, also Mathis und meiner einer oder ich, auf der Keramikschüssel, es wird bald ein Format kommen, das es so in der Form auf YouTube nur einmal gibt. Aha. Das wird sehr interessant. Also wir brüten da gerade was Neues aus. Keine Konkurrenz für Klartext, also keine Angst. Aber mal was Thema. Ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Ding. Es ist ein ganz anderes Ding. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Da bin ich auch gespannt, was ihr denn dazu sagen werdet. Ja, da werden wir uns, denke ich mal, auf jeden Fall im nächsten Klartext oder einem der nächsten Klartexte drüber unterhalten. Du hast aber ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Tom, nämlich so diese Nachbereitung und Nachverfolgung nach dem eigentlichen Event, sage ich mal, sei es, dass man jemanden bei sich zu Gast hatte oder jemandem zu Gast war oder irgendwie eine einmalige Aktion irgendwie gemacht hat, was weiß ich, ein Tech-Video oder sonst was. So dieser Aspekt der Nachbereitung und Nachverfolgung, der, finde ich, fällt eben auch bei YouTube sehr schnell runter, weil ja YouTube auch ein sehr schnelllebiges Medium
ist bzw. geworden ist. Das war vielleicht vor 4, 5 Jahren noch ein bisschen anders. Ich erinnere mal an das Stichwort Videoantworten. Aber so diese Nachbereitung und Nachverfolgung, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ne, dass man also an Themen oder an Leuten auch einfach ein bisschen dranbleibt. Und ja, man sieht es ja, ich muss jetzt da gleich mal ins Wort fallen, ich meine, man sieht es ja bei den Punkten, was Jolina angesprochen hat, dass halt Kanäle kommen und gehen, wie sie lustig sind. Also es gibt kaum mehr Kanäle, die jetzt anfangen und in einem Jahr immer noch da sind. Viele fangen an, verlieren die Lust mittendrin und deswegen denkst du dir halt auch so, warum soll ich dem Kanal jetzt folgen, wo ich genau weiß, dass er in einem, 3, 4 Wochen sowieso keinen Bock mehr hatte, wieder aufhört. Deswegen ist halt, es gibt wenige, die wirklich anfangen mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Konzept und dann auch wirklich bei der Stange bleiben, wenn es halt auch mal nicht so gut läuft. Die meisten stecken dann wirklich ganz schnell den Kopf in den Sand und sagen sich, das ist der Scheiße hier, ich habe jetzt gehofft, ich wäre, weiß ich, in 2 Wochen Multimillionär und wer kommt. Ja, manche, die haben da echt Vorstellungen, das, was früher ging, das, was viele heute immer noch schaffen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Thema zu sein, das sind halt Ausnahmen, das ist halt nicht die Regel, aber die meisten, die haben halt irgendwie Vorstellungen, ich fange jetzt an und das geht ja und ich lade ein paar Spiele hoch und fertig ist. Ja. Aber so ist es halt leider nicht und insofolge, das ist halt so sehr schnelllebig, also den Kontakt zu den Leuten zu halten, ist halt auch nicht einfach, weil viele einfach kommen und gehen, kommst du selber manchmal überhaupt nicht hinterher. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nochmal Julina daraufhin ansprechen, dieses Thema Nachbereitung und Nachverfolgung, dem hast du dich ja jetzt auch nochmal angenommen mit deiner Reihe zu Gast bei, die ja wie gesagt schon ein Jahr läuft und du hast dir jetzt einfach gedacht, dass du mal nachschaust, was eigentlich aus den Leuten wurde, die bei dir waren, ne? Ist das richtig? Ja, richtig, genau. Das ist auch letztendlich meiner natürlichen Neugier zu verdanken. mir war es auch so, ich hatte die Leute zu Gast und dann gab es natürlich Interviews, die waren für mich ganz besonders toll, haben unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Und ich dachte mir, es ist doch bestimmt mal interessant, auch für die Zuschauer zu sehen, wie sehen denn die Leute, die man vor einem Jahr in einem Interview gehört haben, ihr YouTube-Dasein jetzt. Wenn man einfach mal so ein Jahr YouTube gemacht hat, man muss dazu sagen, die Kanäle, die zuerst bei mir zu Gast waren, waren Kanäle, die ungefähr zur gleichen Zeit angefangen haben wie ich. Ja. Und weil ich eben so meine Erfahrungen auf YouTube gemacht habe im Laufe eines Jahres, dachte ich mir, oh Mann, da musste mal nachhören, wie es denn so den anderen ging. Und deswegen habe ich dann einfach die Reviews ins Leben gerufen. Das bedeutet, dass ausgewählte Kanäle, die ich zum Teil, weil ich sie gerne nochmal da hätte und zum Teil ziehe ich sie dann über Zufallsgenerator, kommen dann einfach ein Jahr später nochmal. Und dann unterhalten wir uns darüber, was ist in dem Jahr passiert, was hat es mit dir gemacht, wie siehst du YouTube jetzt, wo soll es hingehen, was sind jetzt deine Schwerpunkte, wo sind Dinge, wo man sich nachträglich denkt, oh Gott, das war eine große Illusion oder eine große Lüge oder wo waren Geschichten, wo viel, viel Freude und viel Spaß dabei war. Also einfach dann nochmal nach einem Jahr gucken, fand ich echt eine spannende Sache. Das erste Review ist jetzt oben, glaube ich, am Anfang Februar gewesen. Das war schon sehr, sehr spannend. Morgen oder nächste Woche nehme ich dann das zweite auf, das kommt dann nächste Woche. Oh, da freue ich mich schon drauf. Also das finde ich nämlich auch eine einfach verdammt interessante Sache, dass so eine Aktion wie halt ein gegenseitiges Interview oder halt also Zusammenarbeit in irgendeiner Form, dass das halt eben nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern dass man sowas halt auch ein bisschen mal nachbearbeitet oder nachverfolgt oder wiederbringt, dass man da einfach, wie überhaupt mit seinem Kanal selber, einfach dranbleibt ein bisschen. Genau. Nochmal so quasi zum Zusammenfassen und als Abschluss so in die Runde gefragt. Was hätten wir denn für Tipps für YouTuber, die daran denken, sowas ähnliches wie ein Talktruck oder halt so eine Talkrunde selber aufzuziehen? Tipp, da habe ich ganz schnell einen Tipp. Unsere Zuschauer, die sollen ja was zum Mitnehmen haben, ne?
Ja, die sollen bitte mitdenken hier. Ne? Nee, das ist eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Ich meine, was macht ein Kanal für euch attraktiv? Ich meine, ein Spiel ist vielleicht das eine, aber meistens ist es doch eigentlich die Art der Person, wie er oder sie das Spiel rüberbringt. Also eigentlich der Mensch hinter dem Kanal, der Mensch hinter den Let's Plays oder Commentaries. Und wenn das Interesse an der Person da ist, guckst du automatisch immer wieder drauf. So geht's mir zumindest, wenn ich jemanden so von der Menschlichkeit her schätze, wenn ich sage, Mensch, die Person, die denkt fast wie ich oder wir ergänzen uns so ungefähr in unserer Denkweise, dann schaue ich da automatisch immer wieder drauf, unabhängig davon, was da für Spiele kommen. So geht's zumindest mir. Also wenn man sowas macht, dann, ich meine, normalerweise ist ja so, du machst zwar Werbung dafür, aber meistens kommt es auch besser an, wenn du ein paar Kanäle abklapperst, dann zwar nicht Copy-Paste, sondern einfach dir so 2, 3 Kanäle raussuchst, denen du vielleicht sowieso schon folgst, aus welchem Grund auch immer, und dann einfach mal anschreiben, so nach dem Motto, ja, du hast du nicht mal Lust, oder einfach mal so ein bisschen plaudern, und dann entsteht eigentlich sowas von ganz allein. Ja, vielleicht auch Kanäle, die auch jetzt nicht, dass jetzt jemand, der frisch anfängt, so einen Kanal anschreibt, der 200.000 Abonnenten hat, welche auf dem gleichen Level ungefähr suchen, wo man sagt, okay, das bringt erstens mal für beide einen kleinen Vorteil, und natürlich, wie der Tom schon gesagt hat, Leute, die einen auch interessieren, über die man auch vielleicht auch mehr erfahren möchte, was motiviert denjenigen zum Let's Playen, wie ist er eigentlich drauf gekommen, weil ich meine, das ist ja immer so das prinzipielle Gesprächsthema bei einem Interview, dass man sich über die jeweilige andere Person unterhält. Das ist ja auch das Wichtige, und dass halt das Publikum das letzten Endes mitbekommt. Ja, Julina? Ja, ich denke auch, das ist so einer der wichtigsten Punkte, wenn man ein Talkformat macht. Ich davon überzeugt, dass das Wichtigste ist, sich darüber bewusst zu sein, dass es nicht um einen selber geht, sondern dass es um den anderen geht. Genau. Ja, ganz wichtig. Es geht um den anderen. Der muss im Mittelpunkt sein, und der Antritt muss immer sein, grundsätzlich. Diesen Kanal, diesen Gast die Möglichkeit zu geben, dass er sich in der denkbar positivsten Art und Weise darstellen kann. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Oh, ja. Und gute Vorbereitung. Dann stehen halt auch wenigstens so ein paar Themen. Dann stehen auch halt ein paar Themen automatisch. Genau. Du redest dann nach einer Weile, du hast ja immer so im Hinterkopf, Mist, ich wäre jetzt aufgenommen, aber nach 5 Minuten ist der Gedanke weg, und dann redet man so, als würde ich jetzt mit Max in Grub im Biergarten hocken, ne, und da Maskug auf den Tisch heimern und sagen, Max, was ist denn los mit dir? Ja. Ne? Jetzt erzähl mal ein bisschen was. Genau. Ich schuld dir noch einen. Ich habe das nicht vergessen. Keine Sorge, ich auch nicht. Ich auch nicht. Gut. Wenn man das schafft, was der Tom sagt, mit jemandem, mit dem man sich vorher noch nie unterhalten hat, sondern bestenfalls mal ein PN geschrieben hat oder per Kommentar kommuniziert zu haben, wenn man das schafft, binnen dieser 5 Minuten eine Atmosphäre zu schaffen, dass man sich so unterhält, als würde man sich schon lange kennen, dann ist es gut. Also mein Anspruch ist da relativ hoch. Ob ich ihm selber gerecht werde, ist eine andere Frage. Und was natürlich ganz wichtig ist, das ist die entsprechende Vorbereitung. Ja, ganz wichtig. Was man bei dir extrem merkt, deswegen hatte ich ja so Angst bei dem Interview vor dir. Ja, weil ich habe mir, das müsst ihr echt mal machen, wenn ihr bei der Jolina mal diese Runde euch mal anhört. Du merkst wirklich, die Person hat sich hingesetzt und den Kanal komplett auseinandergenommen. Ja. Weil sie spricht aber jetzt nicht Punkte an, wo du dir sagst, scheiße, woher weiß er das jetzt? Ja, ich meine, sie guckt nicht einfach nur ein Video an, sie guckt wirklich die Kommentare an, sie guckt die Beschreibung der Videos an, sie guckt über uns. Ich glaube sogar auf Facebook guckt sie auch noch vorbei, sie guckt einfach überall hin. Hm. Ne? Ich google euch das sogar. Ist einfach so. Die googelt uns sogar, findet irgendwelche schönen Bilder von uns, keine Ahnung. Vor allem von aber dir, das Tom. Macht das auch das Ganze. Ja. Von dir gibt es auch so Bilder? Ja klar, du hast mir welche letztens geschickt mit WhatsApp. Ja. Ich will auch eins. Schrecklich. Krieg ich auch eins? Schickst du auch. Das möchte ich dir nicht antun. Oh, okay. Gut. Nächste Schwache nerven. Dann vertraue ich euch. Ja, aber ihr merkt schon, okay, Leute, gut gelaunt geht's weiter mit dem, ja,
zweiten Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben. Stichwort Alpha for the Win. Was meinen wir damit? Nun, Minecraft hat es vorgemacht und viele Indie-Entwickler machen es nach, dass sie nämlich bereits die Alpha oder eine frühe Beta-Version zum Download zum Spielen anbieten und nicht nur zum Download oder zum Spielen anbieten, sondern sogar schon verkaufen mit Rabatt dann auf die Vollversion. Wie gesagt, Minecraft hat es ja vorgemacht und hat damit großen Erfolg eingefahren. Und ja, wir wollen heute mal ein bisschen darüber reden, ob und inwiefern das sinnvoll ist. Chancen und Risiken, was habe ich hier noch zu tun und aufgeschrieben? Ja, Sinn und Unsinn, Vor- und Nachteile. Wer möchte denn da einsteigen? Auf das Thema habe ich mich den ganzen Abend schon gefreut. Ich werde das jetzt so richtig schön auseinandernehmen, dieses Alpha for the Win. Gut, dann fange ich mal an, würde ich sagen. Nee, ich lasse gerne wem anders den Vortritt. Ich sage, Ladies first heißt es ja immer so schön. Und außerdem ist... Also Tom, fang an. Also Tom, danke. Gut, ich gebe das Zepter weiter. Also Max, wie stehst du zu dem Thema? Erzähl mal. Ja, Minecraft war wirklich noch echt gut. Also zu diesem Thema Alpha for the Win. Minecraft hat es perfekt eigentlich vorgemacht. Man bietet die Alpha-Version für günstiges Geld, wenn man es so sehen möchte, für 10 Euro an, kann sich einkaufen und ist dann letzten Endes halt aktiv bei der Spielentwicklung mit beteiligt. Soweit, so gut. Ja, die Titel, die mittlerweile rauskommen, wenn ihr auf Steam schaut, gibt es jetzt dieses Early Access-Zeug. Ja. Yep. Und das ist eigentlich so dieser Negativpunkt, den ich gleich zu Anfang aufgreifen möchte. Die haben gesehen, okay, Minecraft, da lief das super. Jetzt müssen alle anderen das auch machen. Oh. Und da kommen teilweise ganz unverschämte Sachen bei raus. Also Alpha oder eben in der Beta befindlichen Spiele. Gerade jetzt nicht nur von Indie-Entwicklern, auch die Großen machen da ja schon ordentlich mit. Wir haben sie am Anfang angesprochen, EA mit Titanfall, genau. Genau, mit Titanfall. Beispiel. Genau. Ubisoft auch mit irgendeinem. Ubisoft macht auch schon mit. Genau. Also es ist nicht nur mehr eine Chance für Indie-Entwickler, sich da groß am Markt zu platzieren, sondern die Großen haben da durchaus auch schon ihre Chancen gewittert. Und jetzt springen alle auf diesen Alpha-Zug auf, sage ich einfach mal. Ja. Eine Frage, bei Titanfall gab es eine kaufbare Alpha-Version? Das ist mir eigentlich komplett neu. Nee, soweit ich weiß, gab es erst eine Closed-Beta und jetzt aktuell sind sie in der Open-Beta. Die ist schon vorbei, die waren noch zum Silbertesten. Wenn man sich anguckt, dann könnte man denken, ja, das Spiel ist fertig und steht schon in den Läden. Nee, ich meine, Beta-Version, die ist sehr nah an der finalen Version, sollte sie normalerweise sein. Ich meine, redet mal weiter. Ich wollte halt nur sagen, also Titanfall wäre mir neu, dass EA solche Wege geht, weil der Verein, der hat Geld. Also der ist nicht von Alpha-Version abhängig. Das ist eigentlich so ein DLC-Verein. Ja, nee. Eigentlich ist dieses Produkt ist eigentlich richtig super, weil ihr müsst euch, ich meine, ich komme ja aus der Software-Schiene und da weiß man schon, also ich habe eine kleine Software-Schmiede, ich mache ein Indie-Game oder Arcade-Game oder für Steam ein kleines Spiel und natürlich du hast vielleicht einen Sponsor und der sagt irgendwann mal, gut, ab hier gebe ich kein Geld mehr, jetzt will ich Geld zurückhaben. Und da ist ein Verkauf einer Alpha-Version eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um auch den Publisher, der da dahinter steht als Geldgeber, noch ein bisschen hinzuhalten. Einfach um auch mal ein bisschen abzuchecken, wie ist eigentlich die Resonanz auf unser Produkt. Das heißt, du verkaufst im Prinzip das finale Produkt, bevor es eigentlich fertig ist. Ja. Es gibt keinen Release-Termin, kein Schwein weiß, wann es kommt, aber so die richtigen Hardcore-Fans hinter dem Spiel, die sagen sich, gut, ich investiere die 10 Euro, die ich dann vielleicht auf die finale Version Rabatt bekomme und habe dafür die Möglichkeit, so wie es Dutchman schon gesagt hatte, aktiv in der Entwicklung mit einzugreifen. Also ein Beispiel, was mir zum Beispiel einfällt, was ungefähr in die Richtung geht, ist Project Cars. Das ist so ein Crowdfunding-Projekt, wo halt auch, die haben halt halt Geldgeber gesucht, da konnte jeder dran teilnehmen und derjenige, der Geld gegeben hat, wird sogar im Outro erwähnt und du bekommst halt Zugang zur Alpha-Version. Und das finde ich super. Dann kannst du halt, du wirst natürlich auch gefordert, nämlich mit den Leuten da ein bisschen mit zusammenzuarbeiten. Und finde ich eigentlich ganz gut, weil dadurch macht sich der Publisher auf jeden Fall oder der Entwickler an sich arbeitet viel, viel näher am Kunden. Ja. Kann jetzt gut sein bei so kleinen Indie-Studios, kann aber auch übelst der Schuss nach hinten losgehen. Ich nenne da mal ein aktuelles, konkretes Beispiel, Cube World. Das sagt wohl nix.
Sagt ja gar nichts, Tom. Das ist letzten Endes so ein RPG im Minecraft-Stil, yep. wovon ein Pärchen gemacht worden ist. Und das ist auch bei Gronkh und bei den ganzen großen Kanälen ist es richtig hochgepusht worden, die Alpha-Phase. Ja. Du konntest das für, ich glaube, 15 € oder was das gekostet hat, erwerben. Hast damit die Entwicklung unterstützt und in dem Fall hat sich leider das Entwicklerpärchen mit dem Geld höchstwahrscheinlich, also man weiß es nicht, weil man hat schon ewig nichts mehr gehört, es gibt keine Updates mehr, es gibt keine News mehr, nichts mehr. Die haben sich mit der Kohle jetzt schön abgesetzt, weil stellt euch mal vor, was da passiert. So ein großer Kanal wie Gronkh pusht dieses Spiel. Ich bin dann natürlich sofort aufgesprungen, ich habe das Spiel gesehen. Geld, stimmt. Ja, ich habe das Spiel gesehen, habe mir gesagt, boah, Hammer, das wird sicher richtig geil, wenn das erstmal fertig ist. Sofort gekauft, jetzt stell euch mal vor, da, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Leute kaufen sich dieses Spiel. Mhm. Für 10 Euro. Für 10, 15 Euro, ja. 15 Euro, glaube ich, hat es gekostet, die Alpha. Und die haben sich wahrscheinlich mit der Kohle aus dem Staub gemacht. Also sowas kann auch nach hinten losgehen. Das würde ich dann mal unter Risikopunkt definieren. Wenn da Chancen und Risiken aufstellen. Ja, ich habe mich nämlich schon gefragt, warum man von CubeWorld nichts mehr gehört hat. Ich habe natürlich auch das Let's Play Together von Gronkh, Sarazar, Sergeant Rumpel ein bisschen mitverfolgt, wie so viele natürlich. Aber das ist ja nochmal ein richtig interessanter Punkt. Und um Project Cars, da haben wir noch gleich einen zweiten interessanten Punkt auf der Liste. Weil wir wollten ja eben auch Chancen und Risiken beleuchten. Und da haben wir es eben gleich Hand in Hand. Ne? Es besteht natürlich die Chance, beziehungsweise eben das Risiko, dass das Spiel gar nicht fertiggestellt wird, beziehungsweise aus welchen Gründen auch immer. Ne? Es gibt natürlich die üblichen Gründe, aus denen eine Spieleentwicklung scheitert oder abgebrochen wird, aber eben, wenn wir mal annehmen, dass es bei CubeWorld tatsächlich so ist, dass die Leute mit dem Geld, was sie für die Alpha gekriegt haben, dann tatsächlich, ja, sagen wir mal einfach mal, sich auf die Bahamas verzogen haben und jetzt da schön im Strand am Sonnenstuhl liegen. Im Strand am Sonnenstuhl, Halleluja. Okay. Die haben sich eingegraben. Das Bild in meinem Kopf möchte ich jetzt mal sehen. Nee, ja, aber da haben die wir ja gleich in ihrem Geld. So ein Risikopunkt. Ne? Und Project Cars wollte ich noch ansprechen, bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Das ist ein Projekt der ehemaligen Entwickler von Flatout 2 oder Flatout und Flatout 2. Eigentlich ganz bekannte, nicht Rennsimulation, aber Rennspiele mit einer tollen Physik, dass man nämlich wirklich die Autos kaputt fahren kann. Und es gab ein Flatout 3, was aber von einem anderen Team entwickelt wurde. Da hat also der Publisher einfach die Marke behalten. Und hinter Project Cars stecken tatsächlich die Entwickler, die damals das ursprüngliche Flatout und Flatout 2, also das richtig gute Flatout und Flatout 2 gemacht haben. Für mich als Flatout-Fan sieht das Ding sehr vielversprechend aus. Ich drücke dem also auch gnadenlos beide Daumen und bin mal gespannt, was daraus wird. Und da haben wir halt auch wieder so eine Chance für sowas, für dieses Alpha for the Win, weil es halt einfach gerade auch dadurch, dass, denke ich, eben Spiele und Let's Plays auf YouTube so populär sind, stürzen sich natürlich auch die YouTuber drauf auf neue Sachen, weil ne, nichts ist so alt wie das Video von vor einer Stunde. Ne? Als wir Zeitungen hatten, war das noch die Zeitung von gestern. Ja. Aber jetzt ist ja halt nichts ist so alt wie das Video von vor einer Stunde. Und es ist einfach ein riesiger Bedarf, riesige Nachfrage da nach neuen Inhalten. Und deswegen stürzt sich halt auch die Gaming-Szene auf YouTube ganz heftig auf diese Sachen. Und je früher man über irgendwas berichten kann und je exklusiver man das vielleicht hat oder meint zu haben, desto besser ist das natürlich auch für einen. Da sind also, denke ich mal, auch die YouTuber nicht ganz unschuldig dran, dass die Publisher oder Entwickler halt diesen Weg gehen und da ihre Chance suchen. Weil jetzt gerade Project Cars, da denke ich mal, auch noch was halt Besonderes ist, weil die Jungs halt sonst wirklich keine Chance gehabt hätten, diesen Titel umzusetzen. Man sucht ja auch, glaube ich, sogar noch richtigen Namen dafür, weil der Name Flatout ja leider vergeben ist. Das Ding wird Project Cars heißen. Aha, okay. Ja. Also C.A.R.S. Okay. Es ist eine Abkürzung, ja. Für eigentlich, das ist ein Rennspiel von der Community für die Community. Und das merkst du bei dem Spiel dann einfach auch an. Also trotz allem, Dutch, ich glaube,
was du gerade gesagt hast, also für mich stimmt es so nicht. Also ist natürlich klar, dass sich die YouTuber auf so Early Access Geschichten gerne stürzen. Ich frage mich A mal, ist das überhaupt, ist es nicht grenzwertig? Also ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich schon Let's Playen? Das ist die erste Frage, wo ich mir unklar bin. Und ich glaube, dass diese Early Access Geschichten für den Publisher, aber auch und auch für den Let's Player gewisse Risiken beinhalten. Und zwar, wenn es sich um eine Alpha handelt, dann wissen wir alle, die wir mit Games zu tun haben und auch vielleicht ein bisschen so mit Programmen und Entstehungsgeschichten von Games, dann wissen wir, dass eine Alpha-Version weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Ja. Das bedeutet, die wird allerlei Nicklichkeiten drin haben, ne? Also da wird es ja nicht einwandfrei funktionieren. Das Richtig. bedeutet, für den Let's Player ist es natürlich eine gewisse Gefahr, dass er dann mit seinem Let's Play irgendwo hängen bleibt, plötzlich sind seine Items weg oder weiß der Teufel, was passieren kann. Ja. Das ist auch für den Publisher eigentlich keine gute Werbung. Man kann dann zwar sagen, es ist nur die Alpha, aber es bleibt trotzdem in Erinnerung. Richtig, die Frage ist nämlich auch, können die Konsumenten, die eigentlichen, nicht nur jetzt die Spielekonsumenten oder die Spieler, Spielerinnen natürlich auch mit eingeschlossen immer, Das ist toll. Danke. aber eben halt auch die Zuschauer und Zuschauerinnen auf YouTube, können die mit sowas überhaupt umgehen? Mit den Tücken, die eben eine Alpha oder Beta über eben einfach hat, systembedingt sozusagen. Sprich, dass da eben Fehler und Macken drin sind und dass die eben nicht gleich auf Knopfdruck behoben werden. Wenn ich mir teilweise so das Echo angucke zu Titanfall oder eben auch Battlefield 4, da wird ja nur noch rumgemeckert. Ja, egal was man macht. Ja, als ob es in Titanfall diese Ergänzungen im Movement sind, die sich ja von den bisherigen Shootern deutlich abheben, oder eben halt die Sache mit den Titanen, dass man so quasi Mechs noch ins Spiel mit einbringt, also die Neuerungen oder die Besonderheiten, die Titanfall halt auch rausheben, die werden sofort teilweise von der Community einfach niedergemacht, gerade weil sie vielleicht auch in der Beta noch nicht so richtig funktionieren, wie sie funktionieren sollen oder noch nicht richtig ausbalanciert sind. Also sprich einfach die typische Beta-Eigenschaften noch haben. Und ich habe so manchmal den Eindruck, als ob das Publikum, die Konsumenten, sowohl jetzt der Spiele selber als auch der entsprechenden Videos auf YouTube, als ob die gar nicht richtig damit umgehen können. Die wissen halt nicht, was es bedeutet. Ich meine, was bedeutet Ja. Alpha? Was bedeutet Beta bei der Softwareentwicklung? Was kann ich erwarten? Ich meine, viele haten rum, nur damit sie haten. Also Ja, bei das auch. Titanfall, ich meine, ich habe die Beta sehr viel gespielt. Ich kann die Punkte, die du jetzt zum Beispiel genannt hast, mit den Titanen und so, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, jeder schreit rum, wir wollen Innovation haben. Titanfall Richtig. ist die Innovation. Man gibt dem Spiel, also das, was ich bisher gehört habe, ist durchweg ein positives Echo. Ich meine, es ist eine Beta, die stabiler und besser lief als alles, was ich vorher in meinen Händen hielt. Richtig. Also das Ding, es gab eine Nacht, wo die Server nicht liefen, ansonsten es gab keine Serverprobleme, es gab Oh. keine Lags, es gab keine Ja. Abstürze großartig. Trotzdem weiß man, wenn was passiert, es ist eine Beta-Version. Man weiß nicht, wie alt ist der Ja. Client, auf dem wir aktuell spielen. Ich meine, das eine ist der Server, das andere ist der Client, das ist das, was wir am Ende zu Gesicht bekommen. Und wenn die Version einfach, die wir jetzt sehen, ein halbes Jahr alt ist, dann ist es kein finaler Entwicklungsstand und da sind einfach Fehler drin. Ich Klar. meine, der Entwickler, der das Zeug rausgibt, auch bei so Early Access-Dingern, die sind eigentlich drauf bedacht. Zumindest würde ich das so machen. Ich hoffe einfach mal, die machen das genauso, dass sie einfach sagen: Pass mal auf, wir packen jetzt eine Alpha-Version zusammen, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Einfach damit wir dem Publisher ein bisschen Aufschub geben, ne, damit er erstmal wieder bitte Geld zurückbekommt. Und wir müssen ja auch unsere Rechnungen bezahlen, also als Entwickler. Und wir packen eine Version, die zwar vom Umfang her abgespeckt ist, aber in ihrem Umfang fehlerfrei ist. Das heißt, wir lassen alles raus, was uns aktuell Sorgen macht, und packen lieber, was ich bei einem Shooter, einen Spielmodus rein, nur auf einer Karte und sehen zu, dass der ganze Klump irgendwie in sich funktioniert. Ja, bloß dann kommt ja doch auch prompt, mindestens von irgendeiner Seite her und eben von dieser einfachen Meute, will ich es mal nennen, die Kritik eben, dass eben, was weiß ich, nur eine Map im Spiel drin ist oder dass man halt nur einen Ja, Charakter spielen kann dann, und so das weiter ist und so halt, was du fort. hast.
Ja, und dann ist es halt auch vieles. Dass die Leute einfach vieles, nicht klarkommen. Ja, vieles liegt halt auch in der Händen, in den Händen des Publishers. Ich meine, ich sehe es viel, ich sehe es bei Turn 10 aktuell, bei Microsoft, bei Forza 5. Mhm. Der Publisher, der dahinter steht, hinter dem Spiel, ist ja meistens ein relativ großer Name. Und er muss einfach dafür Sorge tragen, dass die Leute informiert werden. Nichts ist schlimmer als so eine Blackbox. Also du siehst ein Spiel, du denkst dir, gut, ich soll jetzt $10 ausgeben. Man sieht nichts auf Twitter, man sieht nichts auf Facebook. Am besten gibt es nicht mal eine Homepage dazu. Aber je mehr der Publisher irgendwie preisgibt und sagt, pass mal auf, das und das sind die Punkte, die patchen wir nach und nach da rein, oder wenigstens so ein bisschen Resonanz mitgibt, danke für den Hinweis, da ist ein Fehler drin, wir nehmen uns in diesen Punkt jetzt an. Und je besser das funktioniert, ich meine, bei den großen Studios wie EA kannst du sowas vergessen, aber da gibt es halt auch so Community-Manager, die reden halt viel, ohne was zu sagen. Ja. Aber wenn das gut funktioniert, ich meine, dann sind die Leute auch wesentlich beruhigter, weil sie halt einfach sehen, es passiert was an der Version. Dann müssen die Leute halt einfach reden. Und das können halt leider die wenigsten. Das ist halt die andere Sache an der ganzen Geschichte. Wo wir halt eben gerade drüber reden, über dieses halt eben die Community mit einbinden, was ja bei so Early Access-Spielen ja unumgehbar ist im Prinzip, weil man ja die Leute für seine Alpha schon gewinnen möchte. Gerade das, was der Dutch auch vorhin gesagt hat, dass dann die Leute sofort flamen und haten, was das Zeug hält, wenn die Entwickler mal irgendwas reinbringen, was denen nicht gefällt. Man hat die Community halt von Anfang an in der Backe und man kann halt das Spiel, also es soll ja nichts Negatives sein in der Hinsicht, aber die Gefahr, die da halt auch einfach besteht, ich merke schon, ich bin heute die Kontraseite hier in diese Early Access Sachen, aber die Gefahr, die dann einfach besteht, ist, du kriegst dieses Spiel nie fertig, wenn du dich nach deiner Community richten willst, weil du kannst es ja nie jedem recht machen. Das geht ja nicht. Ja. Und also das ist so eine weitere Sache. Oder lustigerweise auch an alle, die jetzt gerade vor ihrer Mattscheibe sitzen und zuhören oder zuschauen. Klickt euch doch mal bei Steam rein, sofern ihr einen Account habt dort. Also wenn ihr es nicht habt, unbedingt nachholen. Da gibt es sogar eine eigene Rubrik für diese Early Access Spiele. Das haben sie irgendwann mal, glaube ich, jetzt letztes Jahr im November oder sowas haben die das eingeführt, weil es ja so zugenommen hat. Und da findet ihr halt eben alle möglichen Titel, die über Steam angeboten werden, kleine Sachen wie auch größere Sachen. Und teilweise auch eben das Unverschämte, wo man einfach sagt, für eine Alpha soll ich jetzt schon 30, 40 Euro ausgeben. Ohne eine ist wirklich so. Ja. Schau doch mal rein. Nether zum Beispiel, irgendwie so ein, oder Wasteland. Wasteland ist irgendwie so ein Zombie-Spiel, 44,99 für die Alpha. Das ist eigentlich schon die Vollversion, ja schon die ihr kauft, oder? Ja, du kaufst, also du kriegst dann später die Vollversion, wenn sie fertig ist. Okay, ja. Aber wie ich schon gesagt habe, die Vollversion später würde dann auch 44,90 kosten. Ja, ich brauche die Vollversion dann nicht mehr, wenn ich die schon im Alpha durchgenudelt habe. Ich meine, also wie lange soll ich dieses Spiel denn spielen? Mal ernsthaft. Ja. Je nachdem, was es halt für ein Genre ist und in welche Richtung das Ganze geht und welche Inhalte noch dazugekommen sind. Ich sag mal jetzt so Sachen wie Minecraft, da kann ich wieder viel mitreden. Bei Sachen wie Titanfall, Battlefield 4, das ist einfach nicht mein Genre. Da bin ich nicht so viel unterwegs, da kann ich nicht mitreden. Aber gerade jetzt bei so Indie-Games oder bei so Sachen, was jetzt eben Strategie oder Aufbau oder sowas betrifft, da sind wahnsinnig viele Sachen. Bei Minecraft beispielsweise war ja auch dieses Thema, dass GameStar zumindest im Abschlussbericht geschrieben hat, ja, irgendwie fühlt sich's ja nicht fertig an. Und es werden ja auch immer weiter Inhalte nachgeliefert für das Spiel. Ich meine, es gibt eine Vollversion jetzt, es gibt auch einen finalen Preis mittlerweile dafür. Ja. Aber das ist auch diese Gefahr, wo ich vorher angesprochen habe. Man hat bei manchen Titeln nicht das Gefühl, dass sie wirklich fertig sind. Es gibt immer noch Bugs, es gibt immer noch Probleme, wo man sich denkt, okay, eigentlich, das Spiel ist jetzt eine Vollversion, es müsste doch jetzt eigentlich fertig sein. Und die Leute werden dann aber auch einfach dadurch, dass dieses Thema so im Kommen ist, dieses Early Access-Zeug, so abgestumpft. Die sagen, okay, das ist jetzt für mich das Normale. Ich kann eigentlich einen Vollpreistitel, der im stillen Kämmerchen entwickelt wurde und dann passé auf den Markt geworfen wird, nicht mehr unterscheiden von so einem Alpha-Teil, weil die Alpha-Teile einen schon richtig abstumpfen gegen Bugs, was wiederum den großen Blockbustern ermöglicht zu sagen, gegen Ende raus, jawohl, wir werden jetzt fahrlässig, weil ich meine, die Community merkt es ja sowieso nicht. Ich meine, wenn da Bugs drinnen sind, die Leute sind es ja schon gewohnt, dass sie mit Bugs in Spielen zurechtkommen. Sehr interessanter Punkt. Da haben wir ja gleich wieder, also sprich, dass man, dass gerade die großen Publisher, dass man da halt den Eindruck hat, dass was die da rausgeben, sind halt Beta-Versionen, also als Final verkaufen mit all den Bugs. Und dann gibt es halt eben einen dicken Day-One-Patch oder irgendwann mal noch einen großen Patch. Das wäre ja aber noch mal ein anderes Thema. Aber du hast, denke ich, auch mit schön rausgearbeitet, halt die ganzen Risiken.
bei diesem ich, ich, Thema ich bin ab drin sofort sind. ruhig. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass wir das rausholen für unsere Zuschauer, Zuhörer. Ja, dass eben ja Alpha for the Win eben nicht unbedingt so ja auch seine Rückseite hat, seine Nachteile hat, seine Risiken hat. Ich lese schon die Hater-Kommentare unter dem Video gegen mich. Ach, ich glaube nicht. Nee, ich stehe dem Ganzen einfach sehr skeptisch gegenüber, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil es halt jetzt solche Ausmaße annimmt, dass es dafür eigene Rubriken und alles gibt, bin ich schon sehr, sehr skeptisch dem gegenübergestellt. Und dem will ich halt einfach Ausdruck verleihen. Aber ich überlasse die positiven Punkte ich jetzt bei also euch. Ich sehe das also genauso auch. Nehmt ihr mir gibt's auch, genau. Dass das quasi Mode wird und dass man es macht, weil es jeder macht und dass da einfach kann man es einen Hype nennen? Dass dieser einfach schon ausgenutzt wird. Schon, einfach diese Gier nach neuen Inhalten, sei es von den Spielern, sei es von den YouTubern, die eben über Spiele berichten und sich mit Spielen befassen. Dass also dieses Thema Early Access oder Alpha-Version rausgeben, dass das einfach dann auch von vielen einfach genutzt wird, wieder nur um Fastfood rauszuhauen für dieses Rattenrennen um neue Inhalte auf YouTube. Also ich würde das Ganze jetzt nicht Gier oder so nennen, ich würde das Ganze einfach eine Möglichkeit nennen, ein kleines Entwicklerstudio die Möglichkeit zu geben, ein Produkt fertigzustellen, ohne unter dem Zeitdruck zu gelangen. Ich meine, viele kleine Studios haben einfach nicht so ein Background wie EA zum Beispiel und die finanzieren sich halt auf der Art und Weise eigentlich Zeit. Das war ja sicherlich auch der Urgedanke. Das ist eigentlich der Urgedanke. Ich meine, was ich da noch einstreuen muss bei dem ganzen Thema, ist, dass vielleicht die Studios an sich ein bisschen besser auswählen sollten, wen sie jetzt so eine Alpha-Version in der Hand drücken. Ich meine, vielleicht ist es nicht so der beste Weg, einfach jeden daran zu lassen, sondern einfach mal zu gucken, gut, warum und wieso möchte derjenige, ist es wirklich aus eigenes Interesse? Ich denke nämlich mal schon, dass ziemlich viele, gerade auf YouTube, ihre Fühler ausstrecken nach Versionen, die irgendwie neu sind, einfach um was Exklusives bei sich zu haben. Genau. Richtig, genau. Das und das ist nämlich dann eigentlich genau das Falsche. Weil ich meine, da wird Zeug runtergeladen und dann wird am Ende ein Spiel rund gemacht, was eigentlich gut ist im Grundgedanken, aber halt die Person sagt, passt mal auf, ja, ich gebe euch jetzt, das Beste ist ja noch, ich gebe euch einen Key, wenn ihr über den die Alpha-Version zieht, bekomme ich noch einen kleinen Opulus, ne? Sowas gibt es ja dann auch noch und die machen dann Kohle damit und denen ist es eigentlich scheißegal, was eigentlich für ein Spiel dahinter steckt. Also da sollten, glaube ich, schon die Leute ran, die wirklich bei den Entwicklern ein bisschen Input geben können und sich da halt wirklich auch ein bisschen Mühe geben, weil viele, die saugen sich das Spiel, geben kein Feedback zurück, was ist falsch. Ich hatte Abstürze, gut, da rege ich mich drüber auf. Aber die wenigsten, die sagen sich, gut, da hatte ich einen Absturz, ich schreibe jetzt mal bitte was zusammen, ich schicke es an das Entwicklerstudio, damit die halt den Fehler fixen können. Mhm. Weil das ist eigentlich Sinn von einer Alpha-Version, möglichst viele Fehler auch zu finden. Genau. Ja. Richtig. Also ich muss auch gestehen, mich persönlich macht das gar nicht an. Also insbesondere auch, wenn ich mir so überlege, Rollenspiele. Ich habe eine Alpha-Version, die lade ich mir runter, das spiele ich jetzt und natürlich hat das Ding Bugs. Das bedeutet also, ich habe dann unter Umständen schon 3-4 Mal irgendwelche Teile der Alpha-Version gespielt und wenn das Vollspiel rauskommt, habe ich gar keine Böcke mehr, das zu spielen. Mhm. Ja. Also mich macht das einfach nicht an und ich sehe es auch so, es war der Urgedanke, dass kleine Studios ihre Kohle zusammenbekommen. Wobei ich finde, da ist so Sachen wie Kickstarter oder so der bessere Weg. Aber noch ein größeres Risiko, bei Kickstarter investierst du Geld, ohne jemals zu sehen, was am Ende bei rauskommt. Da gibt es halt einfach nur eine Idee, bei einer Alpha-Version hast du schon was in den Händen. Ja, aber trotzdem finde ich, ist es die bessere Idee, weil ich persönlich will das fertige Spiel in der Hand haben. Meine Meinung, ne? Und was diesen Hype auf YouTube angeht, ist es sicherlich so, dass es für viele sehr wichtig ist, auf ihrem Kanal einfach möglichst aktuell immer irgendwas rauszuhauen. Ja. Und ich glaube, dass sich die Publisher dadurch nicht zwingend einen Gefallen tun, weil nämlich auch der Hype für ein Spiel Teil von der Verkaufsstrategie ist und den kann man sich da kaputt machen. Ja. Das sieht man bei Titanfall, wie viel, wenn da ein bisschen Geld-Background da ist, wie stark so ein Spiel gepusht werden kann. Genau. Ja. Und das ist bei Titanfall im Moment extrem. Ja.
Ja, oh ja. Sind ja alle, sind kaum ein Video, wo nicht die Titanfall-Werbung davor ist. Aber ich wollte nochmal auf die Besonderheiten bei Rollenspielen eingehen. Denn gerade Rollenspiele leben ja vom Inhalt, yep, von der Geschichte. Und die ist natürlich in der Alpha-Version bei weitem noch nicht komplett ausgesponnen mit allem möglichen drum und dran. Und na, also gerade bei Rollenspielen, denke ich mal, ist das schon sehr kritisch mit einer Alpha rauszugehen, weil ja, einfach die Story noch gar nicht komplett fertig ist und so weiter. Alle auch die genau die Zusammenhänge und deswegen würdest du wieder von neuem anfangen, ja, weil Ubisoft hat ja irgendein Online-Rollenspiel jetzt auch im Early Access angeboten, ich glaube schon letztes Jahr, ich weiß noch gar nicht, wie es heißt, aber da ging mir das so durch den Kopf, dass das relativ wenig Sinn macht. Das ist bei anderen Genres vielleicht anders. Ja. Aber bei den Rollenspielen halte ich das einfach schlicht und ergreifend für idiotisch, um es mal so deutlich zu sagen. Ja, genau. Ja, weil stellt euch mal ein Skyrim im Alpha-Stadium vor. Das ist ja grausam. Hallo, ja, also, ne, dass du natürlich für Elder Scrolls oder so eine Open Beta machst, aber das ist eine andere Geschichte, ne? Ja. Für ESO jetzt beispielsweise, was jetzt genau rauskommt, ja, genau. Genau. Und die haben sich ja viel Mühe gegeben, zu vermeiden, dass da irgendwas als Let's Play kommt, in dem nämlich dann dein Name, mit dem du eingeloggt warst, über den ganzen Bildschirm verteilt war zum Beispiel. Mhm. Ne? Also deswegen frage ich mich auch immer, vielleicht weiß das einer von euch, wie sieht denn das rechtlich aus, wenn sowas Let's Played wird? Hängt dann wieder vom Studio ab, oder? Hängt wieder vom Studio ab, ja. Frage ich mich auch immer, ob sich da alle so im Vorab mal informieren. Du. Teilweise gibt es gerade bei geschlossenen Betas sogenannte NDAs, also Non-Disclosure-Sachen, also wirklich Geheimhaltungsklauseln. Genau, aber bei den Open Betas ja, aber bei diesen Early Access-Geschichten? Ja, da muss man dann mal nachgucken, wie das da jeweils wahrscheinlich dann von Fall zu Fall ist. Ja. Ja, fassen wir aber vielleicht mal zusammen. Einmal natürlich Alpha for the Win, eine Chance natürlich für Indie-Entwickler, aber inzwischen auch schon wieder, ja, ich möchte fast sagen, so Mainstream geworden, dass man da auch wieder ja, 90% aussortieren kann, muss. Man sollte bloß sich das anschauen, was einem selber halt auch interessiert und nicht einfach alles mitnehmen, was da irgendwie gerade irgendwo erscheint. Und man muss sich halt immer im Hinterkopf behalten, was Alpha wirklich heißt. Ja. Ich meine, es ist so, als würdest du ein Auto fahren, wo gerade mal drei Räder dran sind. Das ist ungefähr eine Alpha-Version. Wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, ja. Und das zweite Rad vorne, das fällt auch schon fast ab. Also, ja. Testen Sie unseren neuen Opel Alpha. Opel, was soll denn das jetzt heißen hier? Ja, Lenkrad ist noch in der Entwicklung, ne? Ja, die Erwartungshaltung ist halt einfach zu groß. Ich meine, man sieht ein Video und denkt sich, geil, das ist ein fertiges Spiel. Dann kaufst du es dir und denkst so, was ist das für ein Ranz? Ja. Und jetzt habe ich 10 Euro ausgegeben und die Scheiße läuft nicht oder stürzt ab und zu mal ab. Aber das Alpha, das einfach eine Alpha-Version daraus besteht. Okay, die soll jetzt nicht nur aus Abstürzen bestehen, aber dass eine Alpha-Version im Prinzip daraus lebt. Ich meine, da kommt ein Fehler, gut, klar, den kopierst du dir und schickst jetzt einfach ja noch so einen Screenshot irgendwo hin. Was das ist also geben und nehmen. Ne? Ja. Das müssen ja noch nicht mal Fehler sein. Es reicht ja schon, wenn die Spielmechanik noch gar nicht richtig ausgereift ist. Ja. Na, das ist ja auch noch typisch für eine Alpha, dass das alles, dass man noch nicht alles machen kann, dass vielleicht bei einem Rollenspiel noch nicht alle Quests und Charaktere da sind, dass bestimmte Sachen einfach noch nicht funktionieren, die man gerne hätte. Was weiß ich, ne, dass es vielleicht kein Autosave gibt oder so eine Sachen oder dass man Spielstände nicht abspeichern kann und so eine Späße. Ne? Aber mit der Erwartungshaltung, Tom, da hast du, denke ich mal, auch einen wichtigen Punkt angesprochen, der halt für das Thema ja wirklich entscheidend ist, dass man halt mit der richtigen Erwartungshaltung sowohl als Zuschauer, wir sind ja auf YouTube, ne, als auch als Spieler, Tester, Let's Player, und natürlich auch als Konsument, aber eben auch halt als Publisher, dass man halt mit der richtigen Erwartungshaltung an dieses Thema rangeht. Es ist einfach keine Demo, es ist eine Alpha. Ja. Das darf man nicht vergessen, das ist kein Auszug aus der finalen Version, das ist eine Vorabversion und das soll man halt einfach nicht vergessen. Ja. Mir kommt da gerade noch so ein anderer ketzerischer Gedanke. Also Nur zu! Also mal abgesehen davon, dass die Publisher dann eben schon in der Zeit der Entwicklung ein bisschen Kohle für kriegen, glaube ich auch, dass man für den Abbau von Arbeitsplätzen verantwortlich ist, wenn man die Dinger spielt. Weil nämlich, die ganzen Tester brauchst du dann ja eigentlich nicht mehr.
Oder? Würde ich nicht sagen, weil jedes Studio hat seine festen Tester. Das Problem ist nur, dass die Spiele an sich, in sich immer wieder, also die werden immer komplexer. Die werden immer komplexer und was ich, selbst EA, ich weiß nicht, wie viele Tester die eingestellt haben, ich kenne es ja nur bei uns aus der Firma, da sind es eindeutig zu wenig. Und da ist natürlich wesentlich besser. Das sind immer zu wenige. Genau, das sind immer zu wenig, deswegen, gut, deswegen gibt es also viele Fehler, das wäre jetzt ziemlich blauäugig so zu reden. Aber da ist natürlich schon wesentlich besser, wir schmeißen das Ding raus und hoffen, dass es ein paar normale Leute da draußen gibt, die sich einfach hinsetzen, Screenshots machen, Fehler kopieren und das halt einfach in so ein Forum eintragen. Also im Prinzip, du zahlst dafür, dass du testen darfst. Ja, das vielleicht nochmal als Ergänzung auch dann nochmal für unsere Zuschauer. Spieletester ist ja inzwischen ein richtiges Berufsbild. Also die Leute, die in Firmen Spiele testen. Oh, wo kann ich das lernen, ey? Die machen das halt auch eben richtig professionell und 40 Stunden die Woche und sind natürlich auch entsprechend geschult. Die liefern einfach mit ihren Tests eine Qualität, die so das freie Publikum draußen einfach nicht liefern kann. Weil die Leute sind halt wirklich drauf gepolt, nicht das Spiel zu spielen, sondern es so lange zu prügeln und zu peitschen und zu misshandeln, bis es sich leise weinend in der Ecke in Embryonalhaltung zusammenrollt. Ja, das ist der Sinn eines Beta-Tests. Ja, und das ist natürlich etwas, was viele Leute draußen missverstehen, ne? Die freuen sich einfach über die Beta, weil sie das Spiel früher spielen können, ne? Und ja, gondeln da halt ein bisschen rum, gucken sich an, was schön ist, aber so richtig auf Herz und Nieren das Ding auseinanderzunehmen, machen da, glaube ich, die wenigsten. Da ist einfach nicht die Hauptmotivation da. Ein anderer Punkt, den ich ansprechen wollte in der Spieleentwicklung, ist es ja so, dass man erst mit einem relativ kleinen Team anfängt und zum Schluss erst unheimlich viele Leute dazukommen, die, was weiß ich, die ganzen Grafiken, Texturen, Pipapo, alles fertig machen. Also das, wenn man mit einer Alpha rausgeht, halt zu einem Stadium, wo man halt noch mit einem kleinen Team an einem Spiel arbeitet, dass man dann unter Umständen halt sich den großen Personalbatzen spart, einfach, wenn man das Spiel dann nicht rausbringt, nämlich, den man braucht, um das Spiel fertigzustellen. Ich dachte erst, dass Julina darauf hinaus wollte, wegen Thema Arbeitsplätze sparen. Nee, das war nur so ein ketzerischer Gedanke, was die Tester angeht. Ich meine, worüber wir uns im Klaren sind, ich meine, meistens findet das ja im PC-Bereich auch statt, muss man sagen, ne? Das ist natürlich etwas, was die professionellen Tester nicht abdecken können, die Vielzahl der möglichen Rechnerkonfigurationen. Ja. Die ja häufig, ne, und da ist, denke ich, so ein Early Access bestimmt sehr hilfreich für die Publisher. Das war eher so ein ketzerischer Gedanke. Okay. Ja. Gut, haben wir noch zu dem Thema Themen? Ich habe mich genug ausgekotzt. Jo. Ja, also mein Ding ist es nicht und fertig. Also so einfach ist es für mich. Bei mir ist es wie bei allem, ich gucke halt genau hin, ob es mich interessiert. Ich beschäftige mich zum Beispiel aktuell mit StarMade, was eine kostenlose Alpha ist, weil mich einfach das Spielprinzip dahinter interessiert, das Thema. Da frickle ich so ein bisschen rum und behalte das so im Auge, was da kommt. Project Cars bin ich mächtig gespannt drauf, verfolge ich aber nicht oder habe mir jetzt nicht die Beta oder was es halt zum Download gibt geholt. Werde aber auf jeden Fall ein gespanntes Auge auf das Endprodukt haben, weil ich Flatout 2 einfach geliebt habe. Ich finde das Ding so weit und geil. Und ich denke, das ist es einfach, was man bei dem Thema machen muss. Sich nicht verrückt machen lassen. Nicht einfach der Neugier
blind nachgeben, sich auch nicht einspannen lassen, eben halt in dieses Rattenrennen um neue Inhalte auf YouTube, sondern da eben auch wirklich, wie sonst bei der Spielauswahl auch im Laden oder auf sonst wo, wo man sich seine Spiele herholt, einfach erstmal genau hingucken und überlegen, ist es wirklich was für einen, ist es nichts für einen, und dann kommt, denke ich mal, auch wieder so ein bisschen dieser Hype raus aus dem Thema, dass es teilweise eben auch missbraucht wird, um irgendwie unreifen Schrott unter die Leute zu bringen. Leider. Leider ja. Ja. No? Haben wir von Max noch was? Nee, ich sitze schon in der Ecke, zusammengekaut. Ich Oh sag nichts Böses mehr. Ah. Tja, Leute, dann ist es soweit. Ich denke, dann sind wir für diesen Klartext am Ende angekommen. Wir haben zwei interessante große Themen beleuchtet, nämlich einmal Talk für Let's Player, Let's Play, Talk-Formate auf Let's Play-Kanälen und aktueller Trend, ein bisschen beleuchtet, Alpha for the Win. Ja, Alpha-Versionen rausgeben und die Risiken dabei. Wir werden schauen, wie es mit dem Klartext weitergeht. Schreibt es, wie gesagt, bitte in die Kommentare, was ihr von den ja, Ideen haltet, die ich am Anfang geäußert habe, wie es mit dem Klartext weitergehen soll, ob euch das gefällt. Schreibt zu den Themen, über die wir gesprochen haben. Und ja, schreibt überhaupt in die Kommentare. No? Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal ja, wieder hören. Und denke, wir werden auch sehen, dass wir wieder interessante Gäste, interessante Themen dabei haben. Freue mich schon auf euch und gebe jetzt das Wort nochmal so reihum zur Verabschiedung, Jolina. Ja, also ich kann mich nur bedanken. Es war jetzt wirklich eine Ehre für mich, dass ich zu Gast sein durfte. Gerne. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich kann bloß hoffen, dass ihr da draußen auch Spaß hattet. Und dann sage ich euch drei, Tom, Dutch und Max und euch allen da draußen auch Tschüss. Ciao. Der nächste darf. Das Und Max. traut Ja. sich Das ist Also, alles so höflich hier. mir hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich bin ja schon seit der ersten Talkrunde mit dabei und ich finde es auch schön zu sehen, wie unser Format wächst und über sich hinaus wächst und blüht und gedeiht und weitere Wurzeln schlägt. Dutch, das ist wieder ausgezeichnet gemacht. Oh ja. Danke. Genug der Schleimspur. Ich verabschiede mich und hoffe, ihr seid natürlich beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao. Jetzt bin ich dran, oder? Ja, Ja. Tom. Ich fand's scheiße. Nee, Quatsch. Ich muss sagen, also mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht, auch dass der Umfang ein bisschen knackiger ist. Ich denke mal, da kommt wesentlich mehr Schwung rein. Möchte mich auch an dieser Stelle nochmals beim Dutchman bedanken, dass er sich der ganzen Sache hier verstärkt angenommen hat, da frischen Wind ein bisschen reinbringt. Möchte mich bei der Jolina bedanken, die das erste Mal dabei war und hoffentlich nicht das letzte Mal. Ja, bei Max Gerne. bedanke ich mich nicht, der hat viel zu viel gemeckert heute. Böser Max. Nee, Max war gut, Max ist immer gut. Nee, und ja, mir bleibt eigentlich zu sagen, als ja, besten Dank. Wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, ne, würden wir uns selber ein Däumchen nach oben freuen und schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Klartext. Ja, richtig. Klartext, der Wenigstens Let's einer Player ist noch Talk wach, ja. Ja, genau. auf YouTube. Genau. Jo, Leute, damit haben wir es. Feierabend, Tür zu, Licht aus und tschüss. Wie jetzt, du sagst Ciao. nichts mehr? Tschüss. Jetzt. Och, Menno.